Tag auch und willkommen zur Schurkenherausforderung. Gegen Velastras. Flieht, bevor ich endgültig die Kontrolle verliere. Behalten wir mal eine von den beiden Kopfnüssen und der ist für den Anfang auch zu teuer. Tja, auch wenn die Karte ein Mana kostet, spielen können wir sie nicht. Macht wirkt bereits. Die Wut des Schwarzfels pulsiert durch meine Adern. Da können wir irgendwie nicht viel machen. Wir haben 7 Karten auf der Hand. Das passt noch. Ahnt euch Anliegen nicht vergessen. Haben wir hier auch Dina im Deck? Scheint irgendwie nicht so, ne? Gut, wir müssen Platz auf der Hand machen. Waffe pimpen. 8, ne? Ne, 9. Ja, logischerweise. 2 müssen wir noch loswerden, also bereiten wir Ausweiten vor, auch wenn das Vorbereiten wenig Sinn gemacht hat. Immer noch keinen Diener gefunden. Dann zerstören wir. Nee, können wir nicht. Wir mischen uns davon mal welche ein. Wir brauchen ja Diener. Joa, mehr davon. Die sind gut. Und dann drücken wir den Meucheln aus. Okay, er müsste ja wieder bei neuen Karten sein. Jawohl, dann spielen wir einmal Verschwinden. Und dann bringen wir einen davon. Fertig. Okay. Gib uns mal mehr davon. Nö. Wir spielen noch einen und opfern den, weil er eh stirbt. Hallo? Jetzt. Drei davon verbrannt. Na gut, 6 haben wir uns ja eingemischt. So, wir wollen natürlich einen möglichst großen Edwin kriegen. Also, wir beginnen mit Meucheln. Was machen wir dann? Dann knacken wir den einmal weg. Mit Vorbereitung. Dann bereiten wir noch ein Attentat vor. Eine Vorbereitung behalten wir uns mal, das soll reichen. Die Bruderschaft wird siegen. So, was machen wir nun? Nimm den mal zurück auf die Hand. Dann spielen wir nochmal einen davon. Angriff. Ah, den wollte ich gar nicht anklicken. Okay, ja, spielen wir mal den, um was aufs Board zu kriegen. Das einmal raus. Angriff.
Und wenn er sich nicht heilt, sollten wir ihn theoretisch mit unserer Heldenfähigkeit in 2 Runden platt haben. Junge, das hält nur auf. Du bist eigentlich schon tot. Oh Mann, wie viel denn noch? Alter! Na, endlich. Los geht's. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die letzte Klassenherausforderung, die des Paladins. Bis neulich.